Kirby 要去找那两个美女。哦哦，追上了！我靠，这边成功了吗？Wollt ihr was Leckeres die Wurzel probieren? Klingt spannend. Ja. Die heißt Molchschwanz. Oh.我给你们说，陕西德国厨房第五期，我看了一下贵州折耳根糯米饭。为了满足你们想看德国人吃折耳根的愿望，我花了7.49万种出一盆折耳根。并且我还请到了一位贵州神秘女神，让人一见到就血脉喷张，全身发热啊，欲罢不能。只要德国人能猜对他的职业，跟那个Regierungsdame sein，就可以把他领回家。特别今天还给你增加一个小任务。不可能，太难了，真的。小意思，你们德国人口味新奇，肯定能找到。不可能。多一点，要收一下。分那么多干嘛？德国人特别喜欢吃葱啊。啊，有肉，整整形儿。我觉得德国人看这个食物，他们都觉得奇怪啊。在德国，没有一个菜在这里吃。嗯，真不错。咬一口那个折耳根，很丰富的口味。我的希望是不要下雨就可以了。但是折耳根。确实有点奇怪。Chinesisch ist nicht so mein Ding. Warst du schon mal in China? Nur im Flughafen. Also nur als Transit? Ja. Nee, noch nie. Was reizt mich auf jeden Fall mal? Obwohl ich keine Menschen aus China kenne, gell? Also ich glaube, ich würde nicht gerne leben. Aber ja, ich weiß es nicht. Warum ja, die Menschen halt? Nee, ich kenne bloß die Politiker, sonst niemand. Bewundere sie, wie fit sie sind. Ich habe eine Frau, die kocht nicht so gern.Ganz einfach. Wenn eine Frau nicht so gern kocht, dann wird der Mann schlank aus. Ihre Frau kocht dann, oder? Wollen Sie probieren? Das sieht ja richtig cool aus. Hm. Was ist das, was da jetzt drauf kommt? Ja, ich kann euch einfach nicht anhalten, das ist eine Schiffer. Wir haben hier eine spezielle Zutat, spezielle Wurzel, die heißt Molchschwanz. Und Molchschwanz habe ich noch nie gehört. Molchschwanz. Und gehört hier speziell rein, aber die ist ein bisschen...Speziell. Entgiftende Wirkung, die wird gegen Schlangenbisse angewendet und wirkt kühlend und senkt Fieber. Wir vergiften ja uns nicht. Hast du einen Schlangen? Nicht? Zu viel? Schau mal durch. Ist es zu viel? Nee, ist gut. Schmeckt super, nehme ich gerne. Fällt auch so ein bisschen Richtung Ingwer-Schärfe. Fettigmäßig so ein bisschen, würde ich sagen. An sich aber lecker, ja, nicht zu scharf. Warum sagen alle lecker? Sehr lecker. 大家都喜欢吃折耳根。So, 糯米好了。So, jetzt für Chinesisch, dass es mich vielleicht komplett und ausnocken würde, oder? Genau. Es ist gut, dass ihr dieses Rad noch vorher habt, weil das ist kalt, feucht. Ja.Kann man sich die Hände vorher mal waschen, ne? Wie ist Ihr Gefühl, Essen in der Tüte zu essen? Ungewohnt, aber an sich ist das so schlimm. Hat so was vom Burger, so wie man es isst? Ja, geht so, ja, wie so ein Burger. Ist. Isst man das so auch traditionell, so mit so einer Tüte? Und genau. Dann... War für mich auch erst komisch. Ah, die Deutschen wollen es gerne auf dem Teller angerichtet, aber dann habe ich überlegt, hey, ist nicht echt. Authentisch, oder? So hat man das richtig authentische Erlebnis. Ja. Richtig gut, gefällt mir sehr gut. Ich möchte es so essen, wie die Leute das da essen und nicht irgendwie, dass man Sachen weglässt oder andere Sachen ergänzt, die da nicht reingehören. Anfang unbedingt. Es brennt so ziemlich. Ich bin da empfindlich. Sehr gut. Sehr lecker. Auch so leicht süßlich. Mega gut. Der Reis ist unerwartet lecker. Schon sehr lecker. Schmeckt sehr lecker. Der Reis ungewöhnlich gewürzt. Ich wusste, dass die chinesische Küche sehr, sehr gut ist. Und das hat es mal wieder bestätigt. Das Schwein ist richtig gut. Das finde ich immer so cool allgemein an Asien. Die Streetfood-Kultur ist da viel, viel größer als bei uns. Warte noch auf die Falle irgendwie. Die Deutschen warten immer irgendeine Falle. Gell? Immer einen Haken. Es gibt nichts umsonst in Deutschland. Jogumin. Und die Indian Woman, du kriegst mal wahr. Ist es normalerweise noch schärfer? Es geht echt klar. Weil ich bin sonst echt empfindlich, so bei scharf. Aber es geht, man kann es echt gut essen, ja. Darf ich fragen, wie alt Sie sind?
Schätzen Sie mal. Ich schätze 84. 86. Wow. Barschelierse. Wozu? Aber Sie sehen sonst trotzdem noch sehr, sehr, sehr fit und gesund aus, finde ich. Ja, ich fühle mich auch so, okay. Obwohl ich nicht so gesund bin. 86. Ja, aber Changiko. Haut schütte, Nali, wo man hier haut schütte. Nehmen wir die aber Changiko. Das ist zu gefährlich. Ich will nicht mit Ihnen. 现在有请神秘嘉宾老干妈，我给德国人准备了四个老干妈成功励志故事，一个是正确的啊。 Kennst du diese Frau? Ich könnte diese Frau machen, nach was sieht die aus? Könnte eine Regierungsdame sein. Tochter des letzten chinesischen Kaisers. Tao Huabi. Tao Huabi. Ja, ist die berühmteste Frau in China. Okay. Für was ist diese Frau bekannt? Entweder A, sie ist die Erfinderin der bekanntesten chinesischen Chili-Soße, Lao Gamma, und produziert jeden Tag 1,3 Millionen Flaschen. B, sie ist die Erfinderin des bekanntesten chinesischen Bieres Tsingtao. Kennt ihr Tsingtao? Nee. Gibt's in jedem chinesischen Laden. Und zwar 1919 war ja Tsingtao war eine deutsche Kolonie. Und da hat sie sich hier in einen deutschen Brauer verliebt. Und die haben dann zusammen eine Brauerei gegründet. Der war auch ein Brauer. Und die produzieren jetzt jeden Tag 1,3 Millionen Flaschen Bier. Oder C, sie ist die Erfinderung der Feng Shui-Diät. Feng Shui kennt ihr? Mhm. Feng heißt Wind auf Chinesisch und Shui heißt Wasser. Das ist eine spezielle Fastenkur in China. Wind Feng Shui sagt mir aber was. Das ist doch auch diese Art, wie man seine Wohnung anrichten kann. Ja, genau. Und aufgrund ihrer Ernährungstheorien treffen sich jeden Tag 1,3 Millionen Chinesen zum gemeinsamen Fasten. Deswegen gibt es so viele Models in China. Oder D, sie ist die Erfinderin der Tai-Chi-Fitnesskette. Das ist eine ganz berühmte Fitnesskette in China. Tai-Chi kennt ihr? Ja. Mhm. Die ganzen Opas und Omas. Die alten Menschen im Park, die machen so Bewegungen, um sich gesund zu halten. Tai-Chi, okay. Ja. Die haben einen Livestream und da gucken jeden Abend 1,3 Millionen Omas und Opas zu. Was würdest du glauben, für was ist diese Frau bekannt? Also das sagt mir gar nichts. Oh, die könnte auch so eine Soßen-Omi sein, irgendwie, ne? Ich mache für die Geschichte mit dem Bier irgendwie besser. Ich wusste nicht, dass es eine deutsche Kolonie da gab. Kann ja wirklich sein, die hat sich da eine deutsche verliebt. Ja, guck, die halten sogar Händchen hier. Und was war das nochmal? Feng Shui-Diät. Also das kann ich mir bei der Frau nicht vorstellen. Das ist mit dem Bierbrauen, ich finde, sie sieht am ehesten aus wie so eine Bierbrauerin. Aber ist sie das ja auf dem Foto da, die? Nee. Ich sag das. Für B. B? Tsingtao Bier? Ich sag A. Ich glaube, das ist A. Aber ich würde das einfach mal B tippen. Wer einloggen? Ich glaube, sie macht die Soße. Also ich glaube, wahrscheinlich ist das. Haha, siehst du Soße-Omi? Ja. Die Soße-Omi hier. Jetzt kriege ich ein Date mit der gewonnen. Du hast gewonnen, ein Candlelight-Dinner. Lao Gamma Candlelight-Abend. Das ist den Jungs. Ja, ich dachte, ich habe es. Man muss auch Mut haben, mal sowas zu kosten. Genau. Es hat gut geschmeckt. Als ich in China gelebt habe, ich habe gemerkt, es ist so vielfältig. Da gibt es einfach so viele verschiedene Sachen zu essen, die alle so lecker sind und die gibt es ja alle gar nicht. Das finde ich immer interessant, denn Leute benutzen ja immer mehr oder weniger die gleichen Zutaten, machen aber ganz unterschiedliche Sachen. 也可以这样吃，一直的食材，但是做法却是完全不同。 Die Geschmäcker sind sehr unterschiedlich, aber ich glaube, dass es vielen Leuten schmecken würde hier, weil die Leute jetzt offen sind für solche Sachen。这个系列已经做了五期了，我一直希望德国人可以从不同的方面，更好的去了解中国美食和中国，不管是从来没见过的食材。Why? Ich fand es mega cool, wie das so zubereitet wurde, dass man das so wie so ein Burger mit dem Reis und zwischendrin das Essen so. Also Geruch, ich fand, das hat sehr gut gerochen. Naja, 10 darf nur sein, wenn es nichts Besseres gibt auf der Welt. Also unterschiedliche Sachen, das war angenehm. Also wenn es original ein Frühstück ist, also fürs Frühstück wäre es mir zu heftig.
im Südenverkauf gibt es so nicht, habe ich nirgends gesehen, ja. Ist auf jeden Fall eine Lücke. Ja. Ich finde es nicht schlecht, es ist praktisch und hygienisch ist es allemal. Es ist auf jeden Fall aufwendig. Also vielleicht nicht schwierig, aber aufwendig. Ja. Ich komme jederzeit gerne wieder vorbei. Gerade wenn man überlegt, was man für 5 Euro kriegt, man jetzt schwierig. Was zuerst, wie wir vorher gesagt haben, Döner kostet mittlerweile 7 Euro. Nomi fa, zui ho de fen shu jiu shi, qi dian jiu. 超过了胡辣汤. 接下来轮到甘肃省出代表了. 快来评论你最想安排的甘肃省代表. 下个视频见.